So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Ghost Recon Wildlands auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Mein Name ist Janik, ich begrüße euch zusammen mit dem lieben Philke. Hi. Und ich habe vergessen, mein Notizbuch zu holen. Mein schlaues Notizbuch, in das ich immer alles reinschreibe, was cool ist. Und deswegen muss ich das jetzt noch kurz nachtragen. Was machen wir denn heute? Wir hatten gestern auch die Aufnahme und deswegen machen wir heute gleich weiter, weil wir so motiviert sind. Und Phil hat bestimmt wieder einen Plan, was wir machen. Erstmal schaue ich mir gerade was kurz an. Okay, das war's. Genug geschaut. Boah, ich würde sagen, wir machen den Story-Einsatz, womit wir hier den... Und ja, finishen. Ja, bin ich auch dafür. Schaut euch dieses Feuer an. Ist das nicht schön? Ist ein Feuer... Oh, ich hab's umgeschmissen. Erstmal schauen. Brand, ja, Brand, ich kann Brand. Mich endlich wieder in Deckung bringen. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, wir sind nur dafür da, um Scheiße zu bauen. Ja, jetzt müssen wir mal wieder ernst werden. Der Story-Einsatz befindet sich in 500 Metern Entfernung. Auf diesem See, auf der Insel mit zwei Bergen. In einem tiefen, weiten Meer. Naja, also tief und weit. Wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Ja, und getunnelt und geleisen hat es auch nicht. Genauso wenig wie den Eisenbahnverkehr. Das sind immer die Sachen. Die kleinen Details, daran merkst du schon, das kann nicht stimmen. Und deswegen fliegt hier jetzt auch so eine Mist. Kennst du diese kleinen Mistfliegen, die oh, du ja. immer für Mücken hältst, die dann immer vor deinem Kopf rumfliegen? Ja. Geh weg. Ja, jetzt ist der auch noch Fahrer. Okay, ich fahre. So, wir kommen auf den dritte Weltboot. Noch schlimmer, es hat nicht mal zwei Berge. Alter, ich bin voll die Fake News. Ja, echt unglaublich. Mach das Boot nicht kaputt, die Einwohner brauchen es noch. Ach, schade. Heute voll bad. Immer diese Anfänger hier, nur weil wir USAler Geld haben, müssen wir ja nicht den anderen das Leben zur Hölle machen. Bevor du hochkraxelst, erstmal hier Area abscannen. Area abscannen, das gibt's nicht. Ich scanne ab, wo man hochkraxeln kann. Schaut echt schlimm aus hier. Muss ich einmal außen rum gehen hier. Nur wegen dir, hey. Oh, schade. Tut mir leid. So. Komm. Oh. Echt, hier sind zwei unterirdische Umquamschdisseln. Ich sehe. Die Drohne wird gestört. Ziel Nummer 2 da. Warum wird die verdammte Drohne gestört? Gibt's da irgendwo einen Jammer in der Nähe wahrscheinlich? Super, Mörser. Also Mörser haben die? So. Okay. Ah da, ich hab den Jammer. Der ist da vorne. So, weg mit dir. Das kann ja nicht angehen, dass ich hier gleich immer verdächtig werde. Ich sehe einen Kartellleutnant. Da, im Hauptquartier. Du bist halt eine richtig suspicious person, ey. Ja. Ich schleich mich jetzt auf den Turm und erschlag den Scharfschützen. Mach das. Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern ja bekannterweise das Denkvermögen. Ja, bei wem auch immer. Also bei mir. Bei den anderen erschlag ich dann. Okay, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr beitragen. Und dafür müssen wir erstmal den Jammer eliminieren. Hey, wir haben einen Nacken. Neben der Kiste mit den Funkgeräten. Knacks! Ach, das war jetzt der Nacken, oder? Ach, nicht so schlimm. So. Können erstmal die richtige Waffe auswählen. Da läuft einer. Ah, verdammt. Wo ist denn der Jammer eigentlich? Ich sehe den nicht. Der ist ein bisschen weiter hinten. Ja. Die Area sieht recht safe aus. Da hinterm Hubschrauber stehen zwei. Einer. Es kommt darauf an, wie laut wir sein wollen. Wir wollen ja nicht so laut sein. Deswegen würde ich jetzt nicht empfehlen, den Hubschrauber in die Luft zu jagen. Wir wollen ja mal durchstarfen. Aber wir können natürlich auf die Nacht warten, wobei so hell wie das gerade ist, würde ich das nicht tun. Das dauert viel zu lange. Ich schwör voll dumm heute bei mir so, ich habe halt eben meine Fallout-Folgen hochgeladen.
Wie redest du denn? Ich hab mir so gedacht, okay, währenddessen mache ich dann, kann ich dann hier die ganzen Erweiterungen für die Waffenmodifikation und so dann hier einsammeln, aber irgendwie wollte bei mir Ubisoft nicht starten und ich dachte, okay, vielleicht muss ich da irgendwie den PC neu starten, aber ich wollte jetzt deswegen nicht, dass Da ist mir der Finger ausgerutscht. Upload abbrechen. Und nun ja, dann habe ich erstmal das Ganze durchgemacht und habe ich es später vergessen und nun ja, jetzt hat sich das Ganze drauf. Das hattest du damit null Folgen auf Vorrat, ne? Ubisoft, dass ich Ubisoft neu installiere. Uplay meine ich. Ich muss Ubisoft neu installieren. Was? Habe ich dann neu installiert jetzt dann gerade. Ja. So, okay. Also die am gefährlichsten werden, die habe ich jetzt, glaube ich, schon ausgeschaltet. Gut, ich gehe mal in die Nearfield-Geschichte rein. Ich schaue mir mal das Ganze aus der Nähe an. Kannst du ja weiter anschauen. Ich habe mich unauffällig verhalten. Ich habe nur die wichtigsten Leute ausgeschaltet. Also die, die am meisten Probleme machen. So. Erstmal auf Halbautomatik umstellen, denn wir wollen ja jetzt nicht unbedingt das größte Aufsehen aus. Erregen. Okay, hier kann ich glaube ich noch durch. Da ist der Server mit der Gästeliste. Hä, wen hast denn du jetzt erschlagen? Einen, den ich nicht mag. Ah, du hast den Server gefunden, oder wie? Ja. Ja, dann warte kurz. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit dem Namen und los. Starte den Download. Konzentration. Oh oh. Sichert den Bereich, während der Download läuft. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Ah, der erste Schuss ging leider daneben. Hoffentlich denken sie sich, okay, habe ich mir eingebildet. Das können die Lutscher nicht wissen. Die merken den Download. Kann auch sein. Es kommt jetzt darauf an, wie unauffällig wir bleiben wollen. Ja, ne, jetzt müssen wir ja defenden, aber. So. Ah, der Heli sieht mich, der Heli sieht mich. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja. Und der Heli sieht mich. Verfickte Scheiße! Das ist nicht so gut. Nein! Pfui, böse! Wollte gar den Schalldämpfer abnehmen und so richtig hart reingehen. Okay. Wow! Ich komm runter. Ja, das war's mit mir. Ziele niemals, wenn der Gegner vor dir steht. Das bringt nichts. Das bringt dich nur raus. Okay. Du kannst auch dann, wenn du im Zielmodus bist, auf Alt drücken, dann hattest du Third Person drin. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt wirklich doof gelaufen. Aber reingekommen sind wir unauffällig. Jo. Hä, wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Kein Plan. So war das aber nicht auf Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht. Aber dieses Mal stellen wir uns schlauer an. Vor allem versuche ich dieses Mal nicht den ersten Schuss daneben zu setzen, dass er sich erstmal nicht finden kann. Wie den Mars oder den Grund des Marianengrabs. Leute wie Carsita überleben immer. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er irgendwo auf und leitet ein Ressort an der Riviera oder so. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Carsita. Also wieder hinten an die Insel ranfahren. Genau. Ups, schau ich mal. Ja, Fahrspürs um die Insel ein bisschen rum. Dass wir hinten auf der Seite, wo ich hochgekommen bin, dass wir da sind, nicht wirklich ganz am Ende. Okay. Ja, ein bisschen mehr nach rechts. Ja. Ja, keine Sorge, ich habe alles im Griff. Vielleicht nicht wieder stranden. Genau, und da rechts dann auf das Plateau. Da möchte ich wieder drauf. Genau. Perfekt. Jetzt hast du das Boot kaputt gemacht.
Ah, ist nur eine kleine Delle. So, den Scharfschützen nehme ich wieder auseinander. Vorsicht, diesmal sind jetzt bloß nebenan auch noch ein paar. Die werden dich sehen, warte. Wart's ab. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Eliminiert. Scheiße. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Das ist jetzt doofer gelaufen. Weiter. Die kommen da runter. Scheiße, das hat nicht geklappt. Shit happens. Sind mehr Ziele für dich. Boah, da ist ein Mörser. Oh. Leg dich hin. Alter, ich verpasse euch hier einen richtig fetten Filibuster. Der Mörser ist weg. Ich weiß. Nein! Black Cock down! Black Cock down! Ja. Ja, ich lasse ja keinen auf dem Boden liegen. Das kann ich nicht verantworten. Scharfschütze tot. Wow! Achtung, ich bin tot. Da sind ja einige. Achtung, da ist noch eine Granate. Ja. Jetzt da. Jetzt schnell. Achtung, duck dich. Jetzt kannst du. Alles geht. Geht. Ja. Achtung, da ist noch einer. Boah, Alter. Nein! Leg dich hin! Mach ich! Das steht an der Treppe. Jetzt da. Jetzt schaut er wieder. Er ist weitergegangen. Jetzt müsstest du mich langsam doch mal retzen. Ja. Lange habe ich nicht mehr. So. Ich suche mal den Surfer und lade mal kurz Munition auf. Okay, sie kommen hoch. Ich werde angeschossen. Ich bin tot. Ja, ich versuche mich. Ich kann. Warum kann ich eine Hacking-Aktion nicht unterbrechen? Überleb. Gut. Wir sind nur noch. Nein! Alter! Die Granate war auch schon mal besser gelaufen. Du hast schon bessere Tage. Kannst du mich jetzt langsam? Ich hab gerade mein Bestes. Ah! Oh, knapp! Noch. Das war knapp. Wenn du mit Granaten nicht umgehen kannst, dann lass es einfach. Normalerweise kann Achtung, ich aber auch. Gerade einer. Durch die Tür. Dankeschön, und jetzt bitte wirklich retzen, weil jetzt sind es 15 Sekunden. Ja, komm, ich schnell die Spritze rein. Warum hat das so lange gedauert? So, ich hack jetzt nochmal, bitte. Achso, der ist schon gehackt, oder wie? Nee, noch nicht. Warum kann ich den jetzt nicht mehr hacken? Geh du mal hin. Gleich. Was gegen mich.